liebe Genossinnen und Genossen hier im Willy-Brandt-Haus, aber vor allem natürlich im Livestream. Ja, ich kann es zeigen und so geht es, glaube ich, hier allen im Willy-Brandt-Haus. Wir strahlen hinter unseren Masken. Wir strahlen, weil das ein ganz, ganz besonderer Tag ist. Viele von uns sind in die Politik gegangen, vor allem in die deutsche Sozialdemokratie, weil wir daran glauben, dass jeder von uns einen Beitrag leisten kann, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ganz besonders unsere eigene Heimat, unser Land Deutschland. Und viele von uns erleben auch, dass das möglich ist, im Kleinen und im Großen. Viele von uns haben aber auch oft erlebt, dass es schwer ist, dass es manchmal diese vielen Widerstände gibt, dass sich manchmal gefühlt gar nichts mehr bewegt oder wir sogar zurückgehen. Und heute strahlen wir, weil wir in der Rede von Olaf Scholz im Koalitionsvertrag erleben, dass es möglich sein wird in den nächsten 4 Jahren und auch darüber hinaus. Da bin ich ganz sicher. Unser Land besser zu machen, unser Land wirtschaftlich zu stärken, für gute Arbeit mit guten Löhnen zu sorgen, mit Mindestlohn und Tariflohn, gleichzeitig für die soziale Gerechtigkeit zu sorgen, mit Kindergrundsicherung, Bürgergeld, aber auch stabilen Renten und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Und dass diese 3 Dinge, Wirtschaft, Soziales und Klimaschutz, gar kein Gegeneinander sind, sondern wir, die Sozialdemokratie, mit unserem zukünftigen Bundeskanzler Olaf Scholz bringen programmatisch die 3 Dinge zusammen und halten damit das Land zusammen. Denn es gibt ja so viele, denen es nicht schnell genug geht beim Klimaschutz und anderen, denen es viel zu schnell geht. Deswegen wird das zusammenzuhalten sein mit sozialer Balance und beweisen zu sein, dass wir als klimafreundliche Industrienation die sind, die die Antriebe für Schiffbau, die Antriebe für Automobilbau, die ökologische Landwirtschaft und viele andere Bereiche entwickeln und damit wieder Technologieführer sind und es unserer Wirtschaft, den Arbeitsplätzen und Löhnen hilft. Wir werden zeigen, dass Wirtschaft und Klimaschutz zusammengehen. Und wir zeigen, dass es dabei auch eine soziale Balance gibt. Und dieser Dreiklang, liebe Genossinnen und Genossen, macht uns programmatisch als Sozialdemokratie aus. Das haben wir entwickelt zusammen. Aber das können wir jetzt mit diesem Koalitionsvertrag in dieser Ampelkoalition umsetzen. Und wir können es vor allem mit einem Mann an der Spitze dieses Landes umsetzen, der über diese Regierungskompetenz, über diese Fähigkeit, das auch auf die Straße zu bringen, verfügt und über die Fähigkeit, dabei unser Land zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Und wie wichtig es ist, dass diese großen Themen unser Land nicht spalten, sondern die Menschen zusammenhalten, erleben wir alle jeden Tag. Und mich hat in den Koalitionsverhandlungen, und ich bedanke mich für dieses Vertrauen, dass ich dabei sein durfte, dieser Mann, den ich selber schon so lange aus Regierungszeit kenne, wo ich von Anfang an überzeugt war, dass es ein guter Kanzler für unser Land sein wird, in diesen Koalitionsverhandlungen noch mal mehr überrascht. Denn Olaf Scholz hat schon in den Verhandlungen bewiesen, dass die 3 Parteien von SPD, Grüne und FDP diese 3 großen Themen in unserem Dreiklang zusammenbringen. Und du hast uns alle hier zusammengeführt. Und damit haben wir einen Koalitionsvertrag, mit dem wir auch unser Land zusammenführen können und du vor allem unser Land zusammen anführst. Und dafür, Olaf, vielen Dank, großen Respekt. Und wir freuen uns alle, dass du unser zukünftiger Bundeskanzler sein wirst. Das ist gut für unser Land, für die Menschen und für die deutsche Sozialdemokratie. Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir heute zustimmen, werden wir mehr bewegen, als mit der CDU möglich war. Ich selber habe es als Bundesfamilien- und Jugendministerin erlebt, Franziska dann nach mir und alle, die mit uns gestritten haben. Ich will 2 Beispiele nennen. Wir reden immer davon, die Kinder und die Jugend sind die Zukunft. Aber ich sage auch ganz deutlich, dann muss auch die Jugend die Zukunft mitgestalten können. Und dass endlich das, wofür unsere Jusos seit Jahren streiten und wir an ihrer Seite und mit ihnen, möglich ist, dass junge Menschen zukünftig bei Wahlen beteiligt werden, nämlich bei einem absolut wichtigen demokratischen Grundrecht, das Wahlalter mit 16. Das wird jetzt kommen, weil die CDU als Bremsklotz nicht mehr dabei ist, sondern wir diese Regierung führen und den jungen Menschen mehr Beteiligung ermöglichen. Und ein 2. Punkt, der mir immer sehr am Herzen lag und uns allen.
und für den die deutsche Sozialdemokratie keinen Impfstoff braucht und schon gar nicht das Boostern. Denn in unserer DNA ist es seit Bestehen angelegt, seit über 150 Jahren, dass wir für Freiheit, Demokratie und gegen Extremismus und vor allem Rechtsextremismus kämpfen. Dafür sind viele von uns, mussten nicht demokratischen Streit und Freiheit machen, der ist schon schwer genug dafür, sondern viele unserer Vorgängerinnen und Vorgänger haben dafür sogar mit ihrem Leben bezahlt. Und deshalb war es uns immer wichtig, die Demokratie in unserem Land zu stärken. Ja, und wo Gewalt und Drohung auf der Straße oder im Netz sind, muss der Rechtsstaat vorgehen. Aber wir sagen, wir wollen vorher Demokratie stärken. Und wir sind dankbar den Tausenden, den Zehntausenden, Hunderttausend Menschen, die in unserer Zivilgesellschaft, in den kleinen Vereinen, die wir alle kennen, in unseren Dörfern und Städten, die die Flagge hochhalten für Demokratie, Toleranz und Respekt. Und die wurden immer nur scheibchenweise finanziert, die vielen Vereine und Verbände, weil wir kein Demokratiefördergesetz haben, weil die Union zwar große Krokodilstränen gekullert sind bei denen, wenn mal wieder irgendwo ein Vorfall war, aber dann nicht bereit waren, mit einem Gesetz nachzubessern. Und dieses Demokratiefördergesetz wird kommen. Zwei Beispiele, wie wir dem Klotz CDU los sind und unser Land fortschrittlich, demokratisch stärker voranbringen können. Viele gute Gründe, heute einfach, schlicht, ja, ich will zu sagen, und darum bitte ich euch. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.